So, ich habe jetzt 30 Tage lang die Soul Food Box für euch getestet, habe mir jeden Tag ein Kärtchen gezogen und möchte euch jetzt ein bisschen Näheres über die Soul Food Box erzählen. Erstmal, die Soul Food Box basiert auf der positiven Psychologie. Und wen das Thema so ein bisschen näher interessiert, wie uns positive Psychologie im Mama-Alltag helfen kann, dem empfehle ich meine neue Podcast-Folge. Dort habe ich nämlich die Erfinderinnen der Soul Food Box interviewt und wir haben über positive Psychologie gesprochen. Und sie geben ganz, ganz tolle Tipps für den Mama-Alltag, wie man da positive Psychologie einsetzen kann. Ich verlinke euch das Podcast-Interview unten in der Infobox. Und anschließend habe ich übrigens auch noch einen Code für die Soul Food Box. Also erstmal ist die Box nochmal in vier Themen untergliedert. Und zwar in Bedürfnisse und Stärken. Da findet man dann jeweils auch nochmal hinten eine kleine Einleitung zu dem Thema. Das Thema Achtsamkeit, das Thema Freiräume und das Thema Dankbarkeit. Und dann gibt es ja, wie gesagt, zu jedem Tag so ein Aufgabenkärtchen. Ich möchte euch auch mal eins zeigen. Das ist jetzt zum Beispiel Tag 20. Pause von meinem Perfektionismus. Finde ich ein super wichtiges Thema für Mamas. To-Do-Listen sind Fluch und Segen zugleich. Können wir einen Punkt von der Liste abhaken, fühlt sich das richtig gut an. Ist die Liste zu voll, kann sie Stress erzeugen. Es gibt Tage, da möchte man sich einfach mal hängen lassen. An solchen Tagen kann es helfen, sich aktiv und bewusst dafür zu entscheiden, den Anspruch an sich selbst herabzusetzen. Eine Imperfektion auszuhalten. Das ist leichter gesagt als getan. Du kennst so eine Situation bestimmt. Zum Beispiel, wenn du dich nach einem anstrengenden Tag müde und ausgelaugt fühlst und einen Blick in deine unaufgeräumte Küche wirfst. Du musst nicht immer 100% perfekt sein. Je nachdem, wie du dich fühlst, sind manchmal auch 50% vollkommen in Ordnung. Manchmal brauchst du es mehr, dich zurückzulehnen, als alles perfekt zu machen. So entscheidest du dich aktiv und bewusst dafür, wenn du merkst, dass es dir gerade zu viel ist. Damit hörst du auf dein Bedürfnis und sorgst für dich selbst. Und die Frage, wobei möchtest du heute bewusst weniger perfektionistisch sein? Und das habe ich jetzt 30 Tage lang gemacht. Natürlich kannte ich einige Übungen und Impulse schon, aber vieles habe ich auch einfach schon lange nicht mehr bewusst gemacht oder habe es noch nie bewusst gemacht. Einiges war auch neu für mich und es war super spannend, in diese 30 Tage auch so ein bisschen als Experiment zu sehen. Und ich habe dann für mich so Karten rausgelegt, die ich besonders wertvoll fand, die mir besonders viel Spaß gemacht haben, wo ich auch weiter in das Thema einsteigen wollte. Ich finde, das ist so ein super Einstieg, um zu sagen, hey, ich nehme jetzt mal 30 Tage und guck mal, was habe ich für Möglichkeiten in meinem Alltag. Was interessiert mich besonders? Welche Themen? Was liegt mir? Und daraus dann Routinen für sich zu schaffen, was man dann dauerhaft in den Alltag integrieren möchte. Von daher kann ich die wirklich nur sehr empfehlen. Es hat mir auch großen Spaß gemacht, da jeden Tag mein Kärtchen zu ziehen. Es war ganz spannend. Was ist denn die heutige Aufgabe? Womit darf ich mich heute beschäftigen? Wo darf ich auch wieder Neues über mich erfahren? Und wenn ihr Bock habt, die Soul Food Box mal auszutesten, findet ihr unten in der Infobox jetzt einen 15% Rabattcode. Der gilt bis zum 11. April. Ihr findet dort, wie gesagt, auch nochmal alles verlinkt. Den Link zur Soul Food Box, den Link zu den Mädels von Werd Ich. Die sind auch auf Instagram und teilen da sehr wertvolle Inhalte. Und ich verlinke euch dort auch nochmal das Podcast-Interview, wenn ihr euch da gerne näher mit dem Thema positiver Psychologie beschäftigen wollt und da mal reinhören möchtet. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Solltet ihr Fragen zur Soul Food Box haben, stellt die sehr, sehr gerne unten in die Kommentare. Hinterlasst mir einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!